Moin und willkommen zurück zu einer Runde Days Gone. Wir wollten ja Richtung Hinterhaltscamp das erste da ausschalten von den beiden noch. Immer diese Fragezeichen, ne? Das ist... Aua! Ein Hirschloch über die Straße. Okay. Vor 2 Jahren wäre der Platz genutzt worden. Ja, jetzt ist aber auch leider das Fragezeichen weg, nachdem wir uns gerade auf die Fresse gelegt haben. Aber eigentlich würde mich auch mal interessieren, was hier passiert ist. Die reparieren wir mal. Hier gibt es angeblich Schrott. Aber hier ist definitiv jetzt auch so nichts zu finden. Pistole hatten wir schon. Gehe ich jetzt einfach wieder auf die Kiste und fahren mal weiter. Hier lang gemusst, fällt mir gerade auf. Dann fahren wir mal hier weiter. Drei von denen, warum auch immer. Ein Wolf, ja super. Wow. Ja, wir hätten unsere Fleischdinger damit auffüllen können, Fleischvorräte, aber Mist. Der auch gerade. Aua. Okay, das läuft. Wird's brauchen. Das lief jetzt wirklich gut, dass uns das Vieh irgendwie vor die Nase gelaufen ist. Weiß ich auch, dass so steht. Müssen erstmal dahin. Ich brauche Sprit. Wenn wir vorher nichts finden. Könnte vielleicht sogar eng werden mit dem Sprit, wenn wir Pech haben. Hoffe mal nicht. Oh, warte mal, hier ist... Nero-Stelle, hier müsste eigentlich auch, jawohl. Super schön. Benzinkanister. Wir können unser Moped tanken. Ah, gutes Timing. Ich wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut gelaufen. Jetzt brauchen wir nämlich nicht mehr zur Tanke. Gut. Haben wir echt Glück gehabt. Ja.
Also lassen wir die Tanke erstmal liegen. Komplizierte Gebiet können wir auch danach machen. Jetzt würde ich erstmal sagen, Hinterhalt Camp. Ich möchte ja schon gerne alle Sachen mitnehmen, die es hier gibt. Was haben wir denn hier? Captain Jack, der MODOK. Ja, okay. Die gehen wir uns jetzt auch mal angucken. Das ist interessant. Der Lavabogen, Lavaflusshöhle. Okay. Okay. Irgendwie hört sich das aber auch. Ich glaube. Nach was an, wo ich nicht rein möchte, nach so einer Höhle, wo die Viecher Unterschlupf finden anscheinend. Weil das hier echt Horden sind. Zu nah ranfahren vielleicht. Ich würde sagen, gehen jetzt von hier aus mal dahin, wenn wir hier nicht irgendwie noch absafen vorher. Ich denke, es hieß immer, an der Maschine kann man safen. Ah, jetzt geht's. So. Okay, ich sehe schon. Da ist irgendwo ein Scharfschütze. Aha. Shoot first. We shoot first. Ich muss sie alle töten. Jeden einzelnen dieser verfluchten Mörder. Okay, sie haben mich noch nicht gesehen. Könnte ein Vorteil sein. Was hier so sieht, ne? Armen Schweine, würde ich mal behaupten. Wow, ich sollte vielleicht mal kurz beiseite gehen. Da steht da oben einfach einer, ohne dass ich ihn sehe. Ist der Sniper. Ja, wie gefällt dir das, hä? Jetzt wird's Zeit für den Rest.
Den haben wir ausgeschaltet. Problem ist, komme ich hier unentdeckt rein? Okay, hier kann es einen Weg zu geben, rüberzukommen. Ich habe einen besseren Plan. Was? Nein. Hä? Wo ist er denn da? Sollte klappen. Und da ist einer, sehe ich gerade. Ja, wie gesagt, ich finde es halt immer schade, dass man die Leute nicht verstecken kann oder so, wenn man... Fertig ist mit denen. Jetzt haben wir schon 3 beiseite geschafft. Deer Creek, Hot Springs, okay. Dort steht einer, dort patrouilliert einer, also gehen wir einfach mal. Versuchen, da lang, oder? Kurz gucken, haben wir dafür noch. Nicht, das ist natürlich blöd. Haben wir hier. Toll. Toll, das wird jetzt nach Hause gehen. Wer ist da? Scheiße. Ach, das geht in die Hose. Wer ist das? Was, siehst du jemanden? Ach so. Drecksmörder. Ihr lauert gern Leuten auf, was? Keinerlei Bewegung, ja? Yeah? Mhm. Du. Los! Jetzt hab ich dich. Oh, da ist noch einer. Du musst sie nicht zurück. Ja, greif ihn an! Stecken bringt dir gar nichts, du Dreckskerl. Komm schon. Scheiße, was ist das für eine Waffe? Weg hier! Verdammt! Nachladen, nachladen! Getroffen, getroffen! So, keine Ahnung.
Okay. Ein einzelner. Irgendwie merkwürdig, die alle hier hingekommen sind, aber okay. Was haben wir denn hier Schönes drin? Ich denke mal, das wird vermutlich im Haus sein. Ich mach von aus. Der sieht nicht so aus. Das war's. Nichts über Schrott. Oder doch oben drin? Ich weiß es nicht. Der Bild. Das war's. Die Straßen werden etwas sicherer sein. Zwar nicht Mann, viel, Mann, Mann. Ein etwas. Okay, wo habt ihr euren Bunker versteckt? Ich weiß doch, dass ihr einen habt. Okay, die haben auch einen Bunker anscheinend. Dann müssen wir gleich mal suchen. Aber jetzt erstmal hier das Wichtigste. Munition. Kurz gucken. Alles klar. Okay. Das ist gut. Mhm. In den ihr Bunker sein. Gut für die Maschine, wenn überhaupt. Dort irgendwann. Ja. Warte nicht aus. Hier auch nicht. Bin ich. Scheint da irgendwo hinzugehen eventuell, aber das gucken wir dann nachher. Jetzt gucke ich erstmal. Der Bunker ist. Da ist auch ein Bunker. Und irgendwie der Scharfschütze da drüben, den hab ich vergessen. Ist immer noch wegen Auto davor. Bin ich ja schon gewesen. Hier sieht es auch nicht aus wie ein Bunker. Hier bin ich doch gekommen. Hier war auch ein Bunker.
Bunker, wenn mich nicht alles täuscht. Ich finde das irgendwie immer geil an diesen Hinterhaltscamps. Die haben anscheinend so Bunkeranlagen, aber es ist nicht immer direkt auf Anhieb klar, wo. Nix. Hier, ich wollte gerade sagen, hier habe ich doch den Scharfschützen erledigt. Aber den Bunker immer noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, der Bunker hier drin. Irgendwie auch nicht wirklich. Ist er auch nicht. Wo haben die denn ihren blöden Bunker versteckt? Ist auch nicht, da ist nur ein Butter. Hier auch nicht. Auch kein Bunker. Ja, da ist er. Oh. Eine Luke, ja, hier ist sie. Doch schon relativ gut versteckt gewesen. Aber immerhin haben wir sie gefunden. Das ist, heißt also Viertel nach acht abends. Merkwürdige ist halt, dass wir in den Bunkern nicht wirklich viel anstellen können, außer die, ich sag mal, einnehmen und hier zu schlafen und dann, naja. Was ist das? Eine Karte? Notizen? Alles klar. Okay, dieses Camp haben wir jetzt auf jeden Fall ausgestaltet. Okay, wir haben Herstellungsrezept freigeschaltet, Konzentrationscocktail. Was haben wir denn hier? Wie baue ich ein? Okay, ja. Nice, den. Hero Forschung. Kontrollpunkt. Hier muss es irgendwo noch einen Neuro-Kontrollpunkt geben. M-Jobs 3 von 3 Infizierten. Dass die da wegmachen. Orden 0 von 7. Ja. Wenn ich ehrlich bin, mag ich auch keine Horden wegmachen. Aber wir können es natürlich mal versuchen. Information 2 von 7. Okay, Hinweistafeln 5 von 10. 8. Fehlen immer noch ein paar. Wahrscheinlich werden wir die dann kriegen, das Camp da ausgerichtet haben. Prismus-Sammelobjekte 3 von 9 unentdeckt. Da ist man auch wieder irgendeine Hülle. Deacon St. John, hier ist Ada Tucker. Ich soll dir von Elkai sagen, dass das Camp dankbar ist für die Sachen, die du beschaffst. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Aha. Ja, ich werde eine Weile meine Augen schließen. Dann verbringen wir hier erstmal die nächste Nacht.
Also das heißt, wenn wir diese Hinterhaltcamps ausschalten, kriegen wir irgendwelche Rezepte. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir diese ganzen und schon wieder bereit. Hinterhaltcamps. Wir können herstellen. Das ist schön. Himmerling. Ja. Ausdauercocktail könnte man auch herstellen. Pilze, dafür brauche ich die Pilze. Okay, die habe ich natürlich jetzt letztens alle verkauft. Das ist sehr clever. Ja, die sind Dreck. Wirklich. Ja, das wäre natürlich schön gewesen, wenn man Munition nachkaufen können. Und dann schauen wir jetzt erstmal hinter dem Haus. Oben war ja eben, glaube ich, noch ein Benzinkanister. Den nehmen wir dann jetzt auf jeden Fall mal mit. Das Moped schon mal aufzutanken. Tappen. Heilungsmittel. Okay. So, den Sprit kann ich da mitnehmen und jetzt gucken, dass meiner Maschine runterkommt. Ist natürlich super, dass sie, ich sag mal, da zugemacht haben, dass man da nicht reinkommt. Aber das hier mehr oder weniger offen gelassen haben, da eigentlich so rüberkommt. Das Timing. Das sollte reichen. Danke. Da ist erst voll. War da jetzt mal gucken, aber ich glaube nicht, dass das wirklich eine gute Idee ist, weil wir auch ja nicht wirklich gut ausgerüstet sind. Was denn hier passiert? Hier liegt einfach eine Maschine rum, Blut. Aber irgendwie. Keine Sonne. Bauarbeiterhelm oder so. Auch nicht wirklich das, was irgendwie irgendwelche Erkenntnisse bringt. So, aber bevor wir jetzt weiterfahren, unsere halbe Stunde ist mittlerweile fast um. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal hier beenden und in der nächsten Folge werde ich dann mal schauen, obwohl da oben sehe ich gerade was, warte, da oben ist was Grünes, irgendwas ist hier passiert. Aber das, wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Und ja, erstmal jetzt hier Feierabend. Ich hoffe, ich kann euch bei der nächsten Folge wieder mit begrüßen und ihr seid interessiert, wie es weitergeht. Dann sage ich auf jeden Fall erstmal ciao, bis zum nächsten Mal, der Falli.